Willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich möchte mich vorab kurz bei euch entschuldigen. Und zwar, einige von euch haben sich wirklich in letzter Zeit vermehrt bei mir gemeldet, ob ich denn nicht endlich mal einen günstigen Beamer vorstellen kann. Ich habe es auch schon vor langer Zeit eigentlich gesagt und kam irgendwie nicht dazu. Und jetzt ist es tatsächlich schon WM. Heute beginnt die WM, ja. Und ich wollte eigentlich anlässlich der WM noch einen preiswerten vorstellen. Besser spät als nie, deswegen schauen wir uns jetzt diesen 150-Euro Beamer mal passend für die WM an. Viel Spaß! Schauen wir uns den Beamer also mal kurz gemeinsam an. Ihr seht hier dieses Russia-Logo sogar, wenn es gerade spiegelt, da sieht man es, genau. 2018 Russia steht hier, da steht noch die Marke. Ansonsten können wir hier natürlich die Linse verstellen und wir haben hier auch noch so eine Tilt-Funktion. Das heißt, wir können das Bild eben neigen, oben und unten, genau, links und rechts ist hier nicht möglich. Ansonsten schauen wir uns die Anschlüsse mal noch kurz gemeinsam an. Ein VGA-Port, da liegt übrigens auch ein VGA-Kabel im Lieferumfang mit bei, ein Kopfhörereingang, ein AV-Eingang, HDMI 1 und 2, steht hier zwar nur als HD 1 und HD 2, aber sind beides HDMI-Ports voll funktionsfähig. USB 1, USB 2, also zwei USB-Ports noch, mit denen ihr praktisch Bilder oder Videos wiedergeben könntet und natürlich den Netzanschluss. Ansonsten haben wir hier noch eine kleine Bedienoberfläche. Das Ganze lässt sich natürlich auch mit der mitgelieferten Fernbedienung bedienen, schauen wir uns auch gleich gemeinsam an, aber trotzdem auch cool, dass man hier so wie eigentlich klassisch bei den Beamern die nötigsten Funktionen trotzdem eben hat. Was kann man sonst noch sagen? Genau die Unterseite, da bin ich ein bisschen enttäuscht, leider, denn es gibt keine verstellbaren Füße. Ihr seht zwar vier Füße, aber die kann man jetzt nicht rausschrauben und so die Winkel ein bisschen justieren. Das heißt, man muss wirklich eine gerade Unterfläche haben, um das Teil in Benutzung zu haben. Bisschen schade, aber immerhin gibt es hier noch diesen kleinen Standfuß, mit dem man dann eine leichte Steigung erzielen kann und das Bild eben, falls man eben das unter der Leinwand montiert hat, diesen Projektor, gerade wie es bei mir dann auch gleich der Fall sein wird, auf dem Tisch, dann kann man damit eben den leichten Winkel eben nach oben kriegen, weil meine Leinwand hängt ja auch höher. Deswegen auf jeden Fall praktisch. Was gefällt mir sonst gut an dem Beamer? Eigentlich alles, bis auf die fehlende Deckenmontagemöglichkeit. Also ihr müsst euch wirklich im Klaren sein. Ihr seht es bei mir, ich habe hier einen fest verbauten Beamer an der Decke. Das ist einfach mein Heimkino. Und der hier hat jetzt beispielsweise wirklich gar keine Anbringungsmöglichkeiten für eine Deckenmontage. Das Teil ist also wirklich gedacht als portabler Beamer, um einfach mal abends random spontan irgendwie noch einen Film mit Freunden zu schauen oder eben jetzt für die Fußball-WM, deswegen auch hier mit dem Logo aufgedruckt, um natürlich Nationalspiele anzuschauen. Ich selbst bin immer bei der WM mega gehypt, bei normalem Fußball bin ich so ein bisschen, ist mir alles ein bisschen zu arg erkauft mittlerweile, aber die WM ist einfach der Hammer. Deswegen auch auf jeden Fall lohnenswert. Ich freue mich jetzt schon, wenn ich hier Spiele auf dem Beamer anschaue. Und ja, an der Stelle ein eventuell passender WM-Beamer für euch. Wir schauen uns jetzt aber mal letztendlich den Beamer noch kurz an, die Funktionen, wie die Einstellungsmöglichkeiten sind, wie gut das Bild ist, wie die Lautstärke der Lüfter sind, ob die Lautsprecher, die internen, auch was taugen und so weiter. Also, let's go! So, Achtung, gleich alte Windows-Melodie, ihr hört es, das war der Start des Beamers. Aber ihr hört auch direkt die internen Lüfter, die da doch deutlich zu hören sind. Allerdings nicht störend, würde ich sagen, sobald man zwei, drei, vier Leute ist und sich eh unterhält oder Fußball schaut, dann fällt es gar nicht mehr auf. Aber wenn ich jetzt hier allein im Raum stehe, sind die auf jeden Fall hörbar und ist erwähnenswert. Ansonsten habe ich jetzt auch die internen Boxen gerade mal relativ laut gestellt, dass ihr das Ganze mal hört. Und ich würde sagen, wir jumpen einfach mal direkt kurz in eine kleine Filmsequenz, beziehungsweise erstmal kurz in eine kleine Game-Sequenz rein. Fortnite. Ja, passend zur WM schauen wir uns doch heute nochmal kurz das 2014 gespielte Spiel 7:1 gegen Brasilien an. Ich denke, einige von euch haben es natürlich noch in Erinnerung und wissen noch genau, was sie da gemacht haben. Und ja, ich habe es schon ewig nicht mehr gesehen, deswegen hier ein kleiner Zusammenschnitt aus YouTube nochmal. Wahnsinn! Wie Roslav Klose! Das ist ja unglaublich!
So, genug an der Stelle. Wahnsinn, das Ganze nochmal hier zu sehen. Ich habe es schon ewig nicht mehr gesehen, diese ganzen Tore. Ich weiß noch genau, wie ich den Tag damals verbracht habe und deswegen bekommt man hier echt nochmal Gänsehaut und ich freue mich umso mehr auf die WM. Ihr seht, Fußball lässt sich toll drauf schauen. Ja, Fazit. Lohnt sich dieser Beamer oder nicht? Man muss auf jeden Fall unterscheiden, für welchen Einsatzzweck man ihn haben will. Wollt ihr jetzt ein festes Heimkino, wie ich das jetzt hier beispielsweise auch habe, dann sage ich ganz klar, nein, lohnt sich nicht. Ihr könnt das Teil nicht an der Decke montieren, beziehungsweise ihr müsstet eine eigene Montagehalterung irgendwie bauen, also gibt keine Schraubmöglichkeiten. Und dafür ist dann doch die Quali, würde ich sagen, vom Bild jetzt nicht so, dass ich sage, okay, wenn ich da wirklich zwei, dreimal die Woche Filme oder Serien drauf schaue, dass ich dann damit schauen will, dann nehme ich lieber nochmal 300, 400 Euro mehr in die Hand und nehme was, ja, noch qualitativeres. Wer jetzt aber sagt, und genau unter diesem Aspekt wird dieser Beamer ja auch verkauft, er möchte einfach ab und zu mal irgendwie einen Filmabend machen, er möchte jetzt für die WM ready sein und einen Beamer am Start haben, um mit Freunden Fußball schauen zu können. Für den ist das Teil der Hammer. Für 150 Euro müsst ihr euch mal überlegen, mittlerweile günstig Beamer zu haben sind. Für 150 Euro macht ihr hier nichts falsch, wenn ihr ihn eben genau für diesen Einsatzzweck wollt. Link in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Falls ihr noch irgendwelche anderen Vorstellungswünsche für die Zukunft habt, schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Ich versuche natürlich auf alles einzugehen. Wenn man nicht auf Instagram folgt, tut das gerne. Real Venix, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.